kann auch die Leute mal in einem aggressiven Ton den Leuten Hallo sagen. Hallo! Ich glaube, wir waren bisher zu soft. Ich glaube, ich werde das ab jetzt so machen. Hallo? Ich habe einen Behrens. Nehmen Sie den! Komm mal her, der will einen Behrensen haben. Ah, Sie haben auch wunderschöne Beatbox-Skills, höre ich da gerade raus. Ich glaube, das wäre auch demnächst mal etwas, was Sie mal vor einem Passanten machen können. Halt, stopp, nein! Das wäre... Hallo? Ein wunderschönes Auto, wirklich. Es geht darum, dass ich den als Miniatur dabei habe und den würde ich Ihnen super gerne schenken. Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir. Ja, wie ihr seht, wir befinden uns heute am Strand, an einem sehr ominösen Strand und hier ist auch eine Strandbar tatsächlich. Und wir schauen mal, ob man sich hier auch was bestellen kann. Aloha! Haben Sie eventuell eine Getränk für mich? Ja, bitteschön, das ist eine Cobra Calibre. Ich hoffe, es schmeckt Ihnen. Ich würde Sie gern mitnehmen auf ein Abenteuer. Wohin? Das ist eine Überraschung. Okay. So. Hallo! Hallo! Mein Name ist Ritzi. Hallo Ritzi. Wie ist Ihr Name? Man nennt mich viele Namen. Tomatensuppe, Süppchen, Tomate, wie Sie wollen. Es freut mich sehr, lieber Tomate. Ja, es freut mich auch sehr. Okay, lasst uns losfahren. Und wir starten direkt rein in einen abenteuerreichen Tag. Wir haben einige Dinge vorbereitet und ihr werdet sehen, was heute noch alles passiert. Ist aber echt cool mit so einem See da, muss ich sagen. Ja, Sie haben das auch noch nie gemacht, oder? Nee. Dass Sie beim Motorradfahren mit wem anders gesprochen haben. Das ist echt komisch so, aber weil du fährst so hinter mir, ich kann trotzdem alles hören. Man fühlt sich wie in so einem Computerspiel, wo man so einen Chat hat, so einen Sprachchat. Tja, das wild, also das ist echt geil. Wir müssen uns jetzt erstmal den Ausweis wieder abholen bei dem netten Herrn und hoffen, dass er nicht böse ist. Hallo, ich hätte gerne einen Ausweis. Ah, fantastisch, dankeschön. Tschüsschen, schönen Tag noch. Ja, das hat ja super funktioniert. Also ich dachte, der wäre uns böse, aber der war ja sehr wohlgesonnen, ne? Ja, ich habe mir schon gedacht, dass der ziemlich nett sein wird, weil er uns ja auch sehr nett hier reingelassen hat. Ja, klar. Normalerweise zahlt man sich hier dumm und dämlich, um hier reinzufahren. Ja, lieber Tomate, wie geht es Ihnen an diesem wunderschönen Tag? Doch, was geht mir? Hallo? Hey, hören Sie mich? Ich höre dich nicht mehr. Okay, scheinbar nicht. Ja, gut, das ist natürlich bedauerlich. Aber dann kann ich ein bisschen über den Ablass. Ah, scheiße, jetzt kann ich nicht mehr. Sonst hört er mich gleich wieder. Scheiße. Hören Sie mich noch? Nee. Ich sehe auch nicht mehr. Ja, gerade noch gesagt, wie toll das ist. Und dann, Achtung! Was denn? Hinter Sie! Jetzt geht's, ne? Ja, jetzt geht's wieder. Ah, wunderbar, wunderbar. Ja, also ich hätte gleich auf jeden Fall eine Challenge für dich. Oh. Und wir haben heute tatsächlich auch wieder ein paar Miniaturautos dabei, die wir im Falle des Falles verschenken werden. Wir haben diesmal keine Liste, heißt, wir müssen uns die Modelle im Kopf merken. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon einigermaßen hin. Hallo! Hallo! Lass uns gleich mal auf diesen Parkplatz fahren, ja, da rechts. Ja. Und vielleicht finden wir da ja sogar ein Auto, was wir als Miniatur dabei haben. Jo. Und ansonsten hätte ich da auch noch einen anderen Plan. Der wäre? Das werden Sie gleich erfahren. Bin ich aber gespannt wie ein Bettlaken, du. Die Spannung ist enorm. Na, erstmal können wir ja kurz mal schauen, ob wir hier ein Auto dabei haben. Ja, es sieht auf den ersten Blick mager aus. Ah, hier ist ein Megane. Habe ich sogar. Ich habe einen Megane dabei, aber einen neueren, glaube ich. Ne? Ja, ja. Ich schaue mir das nochmal eben an. Na, ich wüsste doch gar nicht, woran ich jetzt den neuen erkennen so, weil der hat schmalere Rücklichter. Ja, aber auch den hätte ich jetzt nicht als Megane erkannt. Nur weil es hinten drauf steht, so, ne? Ja, hier ist der neue Megane. Den habe ich dabei. Das erste Miniaturauto können wir am heutigen Tage schon verteilen. Dem ersten Autobesitzer das eigene Auto schenken. Freunde, dieser Renault Megane ist tatsächlich auch baujahrtechnisch exakt der gleiche, der hier steht. Die Farbe schon auch. Wir können schauen, ob wir gleich den Besitzer treffen. Und bis dahin montieren wir mal eben die zweite Kamera. Denn wir haben natürlich für alles gesorgt. Wieder heute viele Perspektiven, High Professional Motovlog Setup. Das könnte funktionieren. Ja, das könnte. Können wir ja gleich mal gucken. Entschuldigen Sie die Dame, Sie haben ein sehr schönes Auto. Das habe ich auch dabei. Das möchte ich Ihnen überreichen. Wenn Danke, Sie das haben aber wollen. Da habe ich keine Verwendung. Nein!
Schade. Wie kommt es denn, dass Sie das haben? Wir machen heute so eine kleine Aktion. Wir verschenken Autofahrern ihr eigenes Auto als Miniatur. Wir machen auch gerade so ein kleines Video, wenn das okay für Sie ist, dass Sie kurz dabei sind. Sehr schade, sehr schade. Ein weiteres zensiertes Gesicht im heutigen Video. Start. Okay, cool. Ihr habt jetzt auf jeden Fall noch eine Perspektive, Freunde. Und jetzt, mein lieber Herr, habe ich eine Überraschung für Sie. Ja. Ich habe etwas mitgebracht, einen unüblichen Gegenstand für diese Tageszeit. Wir haben, wie gesagt, 12:30 mittags gerade. Und zwar habe ich hier einen Alkoholshot für Sie dabei. Und wenn Sie das schaffen, diesen Shot um diese Tageszeit zu verschenken, dann ist der Punkt auf jeden Fall Ihrer. Und wenn Sie es schaffen, dass der Passant den auch noch trinkt um diese Tageszeit, gibt es auch 2 Punkte. Ja. Ich glaube, den zu verschenken wird schon schwierig. Also meine erste Idee wäre, wenn hier irgend so ein Vagabund rumläuft, dass ich sage, hier, ich habe schon gedacht, dass sie mir hier so einen alkoholischen Kleinen geben. Habe ich mir schon gedacht, ja. Ich habe das hier alles fachmännisch auch dokumentiert in meinem Buch für die YouTube-Ideen, ja. Mhm. Und da habe ich mir das alles notiert, ja. Sir, ich habe da eine Frage. Haben Sie nicht letztens erzählt? Oh. Meine Blinker, die fallen gar nicht mehr ab. Was ist denn das? Hä? Die wurden eigentlich bei der Inspektion repariert. Das ist noch ein Kritikpunkt an der MT-07, wenn ihr eine habt hier. Diese scheiß Blinker. Ich habe die sogar in der letzten Inspektion hier reparieren lassen und jetzt fallen die hier schon wieder raus. Das ist wirklich Schmutz. So, weiter geht's. Auf in neue Territorien und Gewässer. Ja. Ja, und vielleicht findest du ja auch jemanden, der Interesse an etwas Alkohol hat, um diese schöne Zeit. Ich auch schon, aber der hier vielleicht? Der sah eigentlich gut aus. Der sah gut aus, aber... Ja. Oh. Entschuldigung, ich habe eine kurze Frage. Ich habe ein kleines Geschenk, das ich abgeben möchte. Nein, das möchte ich nicht. Haben Sie daran vielleicht Interesse? Nee. Der ist wirklich lecker. Nee. Fantastisch lecker. Nein. Okay, schade, schade. Er will nicht. Verdammt. Aber ich glaube, dieser Mann, der war auch zu, zu steif, ja? Mhm. Wir brauchen jemanden, der auch wirklich das gerne ab und zu mal auch privat machen würde, um die Zeit Alkohol zu trinken. Also als ich damals... Das wissen viele von den Zuschauern ja gar nicht, aber ich habe damals bei Wolwort gearbeitet als Kassierer. Und da gab es wirklich viele Menschen, die morgens um 9 Uhr zur Ladenöffnung reingegangen sind und sich erstmal so ein paar kleine Shots geholt haben oder Wodka oder was auch immer. Ich hatte auch mal einen Kunden, der hat sich einen Wodka gezogen, den direkt an der Kasse vor meinen Augen weggezogen. Und dann hat er den direkt da stehen lassen und ist rausgegangen. Krass. Hä? Also als ich in dem Laden gearbeitet habe, da sind wirklich verrückte Dinge passiert. Da kommen aber auch die vielsten Persönlichkeiten hin, ne? Hier haben wir auch die wunderschönen Wildpferde von Töben. Ah ja. Das ist die Polizei. Wir haben ein Polizeiauto. Das könnten wir denen schenken. Stimmt, ja. Aber ich glaube, so schnell kriegen wir das alles jetzt hier nicht mehr gedreht, ne? Der Mann vielleicht? Ja. Lass drehen. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Dankeschön, der Übergabe. Dankeschön. Ach. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Und zwar habe ich ein kleines Objekt dabei, was ich gerne verschenken würde. Bitte was? Ich habe ein kleines Objekt dabei, was ich gerne verschenken würde. Und zwar diesen Behrensen. Haben Sie Interesse? Ich würde gern zusagen, aber nein, danke. Okay, schade. Wenn er ein Whisky gehabt hätte. Ja, so ein Whisky wäre auch besser. Deutlich besser, ja. Das ist nett, aber nee. Tschüssi, schönen Tag noch. Ich glaube, hier auf der Bank sitzt noch ein netter Freund. Da versuche ich noch einmal. Er will abhauen! Er will abhauen! Oh, er flieht! Schnappen Sie sich den schnell! Den schnapp ich mir! Entschuldigung, darf ich Sie kurz stören? Okay. Wollen Sie den haben? Okay. Tomorrow okay. Nein. Für dich? No. No? No. Okay. Ah. No. Okay. Tomorrow okay. Okay. Okay, okay. Ja. Ja. Ah. Hat er irgendwas gesagt, was man verstehen konnte? Okay. Ah, diese Omi war süß. Ich hätte ihr den Behrensen angeboten, bin ich dir ehrlich. Ja. Man denkt immer, Omis trinken sowas nicht. Omis sind manchmal wirklich die wildesten. Ne? Omis sind manchmal echt die größten Alkoholiker. Ey, was ich da schon für Storys von manchen Omis gehört habe, das ist verrückt, ey. Ja, das ist wirklich denk verrückt. Ich mir, boah, das will ich in meinem ganzen Leben nicht machen. So, die sehr verehrten Damen und Herren, ne? Hallo, guten Tag. Oh. Ne? So. So, der war aber sehr verrückt. Ja, ist wirklich eine verdammt schwierige Challenge. Und vor allem soll ich es ja auch noch schaffen, dass der den direkt trinkt.
Wir fragen die Polizei gleich erstmal, ob die ihr eigenes Auto haben wollen. Ja, wir haben ein Polizeiauto dabei. Dann fragen wir die Polizei natürlich noch, ob die auch ein bisschen Alkohol vielleicht zum Trinken haben wollen. Ist ja auch mal eine schöne Sache, finde ich. Dann werden wir gleich auf jeden Fall mal die Bikes waschen, weil unsere beiden Bikes sind wirklich potthässlich, dreckig und versaut. Das ist ekelhaft. Oha, oha, wollen wir ich die... Komm, wir drehen. Fuck, wir haben noch den Lieferwagen zwischen dem MX-5 und uns. Wir müssen da irgendwie gleich dran vorbeifiltern. Das ist halt auch immer schwierig, so wenn die Leute unterwegs sind. Ne? Immer wenn ich die Videos gucke, denke ich mir so, ja, sprech die einfach an. So. Aber die fahren ja und wollen auch meistens nicht halten. Ich glaube, beim Zuschauen sieht jedes Video von mir so viel einfacher aus, als wenn man die Scheiße dann mal macht und merkt, fuck, das ist gar nicht so leicht, die Leute mal anzusprechen. Und die sind alle hier im Stress und unterwegs und hier und da. Und die lassen sich auch nicht immer so leicht aufhalten. Das ist alles viel schwieriger, als man sich das immer vorstellt. Fahren, filtern Sie mal links an dem ran, oder? Ich komme von rechts. Entschuldigung, Sie haben ein wunderschönes Auto. Ich liebe den. Ich habe einen MX-5 dabei, den würde ich Ihnen gern schenken. Ja, hallo? Ein wunderschönes Auto, wirklich. Es geht darum, dass ich den als Miniatur dabei habe und den würde ich Ihnen super gerne schenken. Ja? So ein klein? Von den kleinen oder von den 1 zu 18 und so. Ach bitte, es wäre mir eine Ehre. Nee, danke. Nee. Okay, schade. Dann freut sich wer anderes darüber. Ja, schade, schade. Schade, aber sehr schönes Auto und sehr netter Fahrer. Ah, also in so einem MX-5 würde ich mich auch wirklich sehen. Ihm wird er auch sehr, sehr stehen. Ja. So ein schöner, tomatiger MX-5. Oder wir machen so ein Bällebad im MX-5. Wir füllen den so komplett auf. Dann haben wir so eine MX-5-Badewanne mit Bällen oder mit so Enten oder sowas. Oh ja. Ja, hier ist die Polizei, hier links. Ah, sie sagen aber, nicht, was die Polizei, aber hier steht doch keine aber Polizei. Aber hier steht gar kein Auto oder so, ne? Das ist natürlich ein bisschen komplex jetzt. Ja, das Ding ist rein und filmen können wir sowieso nicht. Wir sind alle unterwegs, es ist gerade viel Kriminalität in Berlin. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal das Bike waschen und kehren danach zur Polizei zurück. Das ist ein guter Plan. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn wir nicht mit so Schmuddelbikes ankommen, die Leute auch eher mit uns reden wollen. Weil so denken die sich, komm mir nicht zu nah, ist ja bar. Meinst du, wir sehen so eklig aus? Ich muss das Ganze einmal inspizieren, ja? Hier ist schon echt viel Schmand. Ich weiß ja nicht, wie es auf der Kamera aussieht, aber wir sehen schon nach sehr dreckigen, ekligen Hinterwaldmenschen aus. Ja. Es tut mir auch leid für diesen Pflegezustand. Ey, das musst du zensieren, das kannst du nicht zeigen. Hier, flupp. Es geht nicht anders. Okay, dann lass uns schnell waschen und dann kann ich mein Motorrad auch wieder unzensiert zeigen. Ja. Meinten, dass wir bei der Tankstelle fragen, aber die haben doch nur so eine eigene Waschdinger, wo du ein Auto reinstellen kannst. Ja, kannst du auch machen. Aber das geht doch nicht mit dem Motorrad. Ja, klar. Hä? Natürlich! So ein Ding ist was mit so einem riesigen Gerät und so. Ja, klar. Mit so einem riesigen Ding, was dir alles platt macht. Volles Programm. Kannst du kein Motorrad reinstellen. Ja, doch! Der kann doch kein Motorrad wischen. Klar! Da geht dein Motorrad kaputt, Alter. Nein, ach, natürlich geht das. Der kann Auto wischen, der kann auch dein Motorrad wischen. Na, das ist doch so riesige alles. Ja, egal. Na, das kann man nicht machen. Doch, rein das doch. Das ist illegal, dann kriege ich die nächste Anzeige. Ach. Wie viele Anzeigen soll ich denn noch bekommen? Ein paar noch. Nee. Doch, klar. Es häuft sich. Ich habe bald gar keinen Platz mehr für das ganze Papier, was bei mir reinflattert. Die ganzen Briefe, es wird zu viel langsam. Moin. Ja, die ganze Wohnung ist voller Papier nur noch, weil die ganzen Anzeigen und die ganzen Rückermittlungen und was nicht alles Anwalt schreiben, das häuft sich. Ich habe containerweise Papier bei mir. Was haben Sie jetzt da gemacht schon wieder? Ich wollte dich ausmachen, aber es ist geschickt. Nee, kriegen Sie nicht hin. Danke. Hallo? Hallo? Wir hätten gerne zwei saubere Motorräder. Ist das hier möglich auch? Ja, nicht da durch dazu. Nee, aber kann man hier vorne vielleicht ein bisschen mit den Spritzern, ne? Machen Sie das? Ja, das ist ja wunderbar. Das ist wirklich ein toller Service. Vielen Dank. Fantastisch. Jetzt wird das Ding mal wieder schön. Also ich finde den Service toll. Ich bin begeistert, ja. Und ich kann nur sagen, 5 von 5 Sternen. Macht ihr Livestream oder macht ihr... Wir machen einen Motovlog gerade. Willst du vielleicht so einen Behrensen haben? So einen Alkoholshot? Ein Alkoholshot? Ja. Verteidigt sich das? Ja, ja. Komm mal her, der will einen Behrensen haben. Nee, nee, ich muss jetzt gleich selbst noch fahren. Ach so, aber wir würden den auch mitgeben für später. Für später. Rizzy heiße ich. Ja, genau. Korrekt, vielen Dank. Bitte schön. Die Bikes sind fertig. Ja, vielen, vielen Dank erstmal. Sitz
trocken gemacht. Das ist ja super smart. Ja. Saubere Bikes und schon haben wir den Beritzen wegbekommen. Ist doch wunderbar, geil. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass das hier klappt, weil das hier ja eigentlich so eine Autowaschanlage ist. Und so ein Service, dass einem das Motorrad gesäubert wird, das habe ich noch nie erlebt vorher. Nee. Also ich habe wirklich noch nie so einen guten Waschservice erlebt wie hier. Spiegel noch schön trocken gemacht und Sitz gemacht. Willst du zu Wiesmann einmal? Das würde ich mir einmal angucken. Auf jeden Fall, dieser Typ gerade, der hat gefragt, ob wir einen Livestream machen. Ne? Und ich dachte mir, wie cool wäre das, wenn wir wirklich gerade einen Livestream machen würden. Hier rechts müssen wir rein. Wie cool wäre das, einen Livestream mal zu machen beim Motovloggen? Da habe ich auch schon sehr oft drüber nachgedacht, dass es richtig cool wäre. Nur war ich mir immer nie sicher, wie möglich das ist. Da muss man halt einmal vorher alles komplex einrichten und wenn man das einmal hat, dann geht es auch. Auf jeden Fall kreisen wir hier gerade schon ein bisschen hier um den Wiesmann. Mhm, ja, sieht aus wie ein Wiesmann. Sieht aber geil aus, oder? Ich mag die Autos sehr gern. Soweit ich die Story von Wiesmann im Kopf habe, hatten die sich, glaube ich, das Auto gemacht. Und dann, oh, der ist aber auch schick. Backstory, soweit ich das im Kopf habe. Die haben dieses wunderschöne Auto gebaut und haben sich dann gedacht, wie kriegen wir das an den Mann? Und sind dann bei so einem Tennisspiel, so einem wichtigen, großen, vor das Hotel gefahren, wo die ganzen reichen Tennis-Leute immer so sind. Haben sich da hingestellt, durften sie nicht, haben sie trotzdem gemacht, weil sie dachten sich, ich muss nur einmal gesehen werden. Sie wurden gesehen. Die Tenniskerle meinten, oh geil, was ist das? Wo kann ich das kaufen? Und dann waren sie in aller Munde. Dann haben sie sich übernommen und sind irgendwie insolvent gegangen. Und dann kam ein Investor und hat gesagt, halt, stopp. Nicht bitte, nicht bitte. Und jetzt sind sie wieder, ich weiß aber nicht, ob die noch produzieren. Also mittlerweile sind die, glaube ich, wieder insolvent zum zweiten Mal. Aber die werden natürlich trotzdem noch verkauft. Diese Hintergrundstory mit dem Tennisplatz, dass sie an die reichen Tennisspieler gegangen sind mit dem Fahrzeug, ist wirklich eine geniale Geschäftsidee. Ist super smart. Oh, meine Schnürsenkel sind fast offen. Stell dir vor, gleich bei der Fahrt, zack, wäre das komplett hier, zack, und in meine Kette und ich wäre tot, ne? Und dann wärst du gefallen und dann wärst du einfach tot. Das ist jetzt quasi eine Nahtoderfahrung. Ah, sie haben auch wunderschöne Beatbox-Skills, höre ich da gerade raus. Oh ja, wundervoll. Möchten Sie mal einen kleinen Beatbox machen? Ja. Machen Sie mal. Ja, nochmal. War sehr gut. Danke. Ich glaube, das wäre auch demnächst mal etwas, was Sie oh, mal, nein. Was nein. Sie, was Sie mal vor einem Passanten nein, nein, machen nein. können. Halt, stopp, nein. Dass Sie mal einem Passanten Ihre Beatbox-Fähigkeiten präsentieren, ja? Das werden Sie im nächsten Video gerne mal ausprobieren dürfen. Ja, Freunde, es war schön, mit Ritzi mal hier zu filmen, aber ich glaube, das war jetzt auch mein letztes Mal. Ich kann auch die Leute mal in einem aggressiven Ton den Leuten Hallo sagen. Hallo! Ne? Hallo. Funktioniert auch. Auch wenn man aggressiv angeht, sind die Leute immer noch freundlich und offen. Das ist nämlich der Charme von Döhm. Ich glaube, wir waren bisher zu soft. Ich glaube, ich werde das ab jetzt so machen. Hallo, ich habe einen Behrensen. Nehmen Sie den! Ich glaube, das hätte besser funktioniert, ja? Ja. So, da mein Akku von der Hauptkamera leider leer ist. Das Video ist jetzt vorbei. Alles klar. Rizzy out.